Die Zahl der Sexualdelikte gegen Kinder und Jugendliche ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Das geht aus dem Bundeslagebild 2023 hervor, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Montag in Wiesbaden präsentierte. Auch im Jahr 2023 waren leider in nahezu allen Deliktsbereichen Anstiege der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind weiter gestiegen. Im Jahr 2023 wurden 16.375 Fälle polizeilich bekannt. Das ist ein Anstieg um 5,5%. Auch bei der Verbreitung von Bildern und Videos von Missbrauchstaten gab es eine weitere Zunahme um 7,4% auf mehr als 45.000 Fälle. Um es konkret zu machen, jeden Tag werden in Deutschland 54 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch. Viele Opfer sind noch sehr jung. Mehr als 2.200 Mädchen und Jungen waren zum Zeitpunkt, als sie missbraucht wurden, jünger als 6 Jahre. Das sind entsetzliche Taten, die uns tief berühren und fassungslos machen. Die meisten Opfer kannten die Täter, weil es Familienangehörige oder Freunde oder Bekannte waren. Die Ermittlungsbehörden arbeiteten mit Hochdruck daran, andauernde Missbrauchstaten zu beenden und die Tatverdächtigen schnell und konsequent zu ermitteln. Wir müssen Täter identifizieren und die Kinder vor sexueller Gewalt schützen. Die IP-Adressen ist oft die einzige Spur, die das ermöglicht. Wir brauchen daher eine kurzzeitige Speicherpflicht bei den Anbietern. Dafür werde ich mich auch weiter stark einsetzen. Faeser verwies auf das unfassbare Leid der Betroffenen und deren oft lebenslange seelische Wunden. Die Opfer im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sind den Erkenntnissen zufolge zu rund 3/4 weiblich.